Guten Morgen! Es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit. Heute ist der 23. Dezember. Ich hoffe, man kann mich hier hören, direkt an der Straße. Ja, ich bin gespannt, wie viele Leute kommen. Das letzte Mal waren es ja so, ich glaube, 14 Menschen. Jetzt ist noch ein Monat später. Wir feiern sozusagen in Weihnachten rein, ohne dass wir Weihnachten feiern, sondern wir feiern uns. Und ich bin sehr gespannt, was heute abgeht. Und ich sehe gerade, meine Bahn kommt auch. Also gar keine große Anmoderation. Da hinter mir das Aldi-Schild. 5 Euro bekommen von Aldi. Nee. Und ja, dann geht's los. Jetzt Potluck am 23. Dezember. Und ja, ist keine weiße Weihnacht oder wird keine weiße Weihnachten. Aber ist mir sowieso scheißegal. Richtung Technisches Rathaus und Schlossig. Wie sieht der Parkplatz aus? Ich komme von der anderen Seite. Ich sag mal, relativ ein älterer Herr, der nicht wie Rohkostprodukt aussieht. Ansonsten niemand. Doch nicht. Okay, naja, dann schauen wir mal. Vielleicht sind wir diesmal die Einzigen. Ach, ich glaube nicht. Silke hatte gesagt, dass er auch kommt. Also von daher. Naja, so, hier geht's dann, wenn ihr vom Parkplatz aus kommt, ins Kinderreich. Ihr erkennt es an diesem kleinen Schild hier. Dort, das ist das Kinderreich. Und deswegen geht es jetzt hier lang. Die Vegetation jetzt, ihr seht das, ist immer noch grün. Und Silke meinte auch schon heute, dass sie wahrscheinlich sogar noch Wildgrün hier sammelt. Und ja, also immer noch alles möglich. Und das wird auch das ganze Jahr durchweg so sein. Es wird meines Erachtens auch im Februar noch grün, essbares Grün geben. Und von daher, ja, das Rohkostpotluck gibt es halt durchweg das ganze Jahr. Aber jetzt, ich bin heute nicht mehr barfuß. Probieren wir es mal hier. Nee. Das wird nichts. Probieren wir es mal hier. Ja, das ist das Geile am Barfußgehen. Da musst du hier nicht. Ganz schön schlammig hier. Also, wenn ihr zum Rohkostpotluck im Januar kommt, wahrscheinlich am 20.01. Dann bringt festes Schuhwerk mit oder lauft barfuß. So, jetzt der große Moment. Ist denn schon jemand da? Und wir haben es jetzt 11.20 Uhr, 20 Minuten nachdem wir den offiziellen Termin hatten. Und wenn ich das richtig sehe, ist keiner da. Verrückte Sache. Das Wetter ist total mild. Es sind, glaube ich, 8 oder 9 Grad. Und ja, jetzt ist keine Sau da. Ich habe ja schon fast vermutet am 23.12., dass da nicht so viele zum Rohkostpotluck kommen. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass an dem anderen Platz, wo wir das vorige Mal gefeiert haben, dass vielleicht, dass dort die Leute sind. Obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Naja, gut, wir werden sehen. Großer Moment. Achso, falsche. Richtig. So, der große Moment, ob hier jemand ist. Aber auch recht leer aus. Das ist so geil. Rohkostpotluck. Ich habe ja gesagt, ich mache das so lange, bis ich hier alleine da stehe. Und ich stehe alleine da. Sehr geil. Also tatsächlich, niemand ist hier. Also natürlich Cecile nicht. Rohkostpotluck. Wir haben sogar was Süßes und was Herzhaftes mit. Und ja, und was trinken wir auch mit. Deswegen machen wir jetzt zu zweit Rohkostpotluck. Aber Silke kommt ja noch, hat sie gesagt. Und ich glaube, Chiara wollte auch noch kommen mit Caro. Und es haben sogar noch einige gesagt, dass sie eventuell kommen. Also Kai kommt auch noch, auf jeden Fall 11:30. Also es kommt doch schon, der eine oder andere wird noch kommen. Aber naja. Ja, immer noch gähnende Leere. Da hinten stopft noch Cecile durchs Bild. Ansonsten ist hier nichts. Weit und breit. Keine Menschenseele. Dabei ist das Wetter so schön. So, bitte mal alle ganz kurz ruhig. Ich filme jetzt das Buffet. Jeder, der was gemacht hat, sagt bitte ganz kurz, was er da gemacht hat und ob da irgendwelche Allergene drin sind und so weiter. Ja? Okay, fangen wir an.
So. Was ist das hier? Oh, das ist ein Obstsalat. Den habe ich gemacht und den hat Cecile bezahlt. Da ist Obst drin. Da ist Orangen, Kiwi und Äpfel und Banane. Und wer hat den gemacht? Den habe ich gemacht. Den habe ich gemacht. Das ist ein Salat mit allem Grün, mit Grünkohl und mit Buchweizen und mit sonst was. Und jetzt kommt tatsächlich noch was. Denn es ist noch jemand erschienen. Okay, Kai, dann leg mal hin. Max Kai. Ich hab, genau. Ja. Kai ist der Nachname tatsächlich. Ach so? Ja. Okay. Ich hab meine ganze Küche. Die Kokosnickers sind nicht für hier. Ja? Sind nicht für hier? Sind nicht für hier. Okay. Die guten Sachen kriegen andere. Genau. Ich hab eine ganze Küche mitgebracht. Okay. Was jetzt nicht hält die ganzen nächsten Tage. Ja. Also Tomaten. Ja. Rote Beetesaft. Rote Beetesaft. Getrocknete Tomaten. Yeah. Ein paar Esskastanien. Oh, und noch ein paar Cracker. Und Sprossen, genau die. Vom und Sprossen. Mal. Die Sprossen. Das ist alles dabei. Genau. Süß. Wir haben heute... Wir haben noch zwei grüne Säfte. Grüne Säfte auch noch. Wir haben jetzt süß da hinten. Wir haben jetzt herzhaft hier zum Satt. Und wir haben Snacks und Getränke hier. Das ist doch perfekt. Dann habe ich noch einen Mango, Buchweizen, Bambe. Also wir werden aber sowas von satt heute zu dritt. Ja. Also, gut, na, das war das Buffet des Rokos. Und da kommt wieder Joachim. Diesmal hat er sogar was mitgebracht. Yeah! Jetzt wirklich sind doch noch ein paar jetzt hier zusammengekommen. Und ja, also das Tamarinde, das ist. Wer hat diesen Nudelsalat gemacht? Zucchini-Nudeln? Das ist? Zucchini-Nudeln oder was ist das? Ja, Zucchini-Nudeln. Zucchini-Nudeln? Mit Champignons. Tahini. Okay. Was ist das? Krautsalat oder? Das ist ein süß-saurer Salat. Süß-sauer? Ja, das Saure vom Sauerkraut und das Süße vom Apfel. Und dann ist noch Weißkraut drin und ein paar Möhrchen, dass es ein bisschen anders aussieht. Sonnenblumenkerne. Wie heißt es? Nicht Zitrone, sondern diese andere. Limette. Limette, genau. Limettensaft ist drin. Und dann im Sauerkraut sind noch Gewürze drin, das war Kümmel, Fenchelsamen, Wacholderbeere und Dill. Okay, dann haben wir mit Soja marinierten Blumenkohl vermutlich mal. Genau. Dann der Salat ist ein Dings und hier, das hat man vor uns auch schon alles durchgeredet. Also ja. Das ist nicht von mir, das war noch. Oh, das ist noch was Neues hier? Sprossen. Alfalfa. Alfalfa-Sprossen. Na dann. Auf geht's. Feuer brennt auch schon. Markus sucht dafür. Markus, ich habe gehört, du bist jetzt unter die YouTuber gegangen mit Jenny. Ich habe schon die Videos gesehen. Kannst noch ein bisschen, so wahrscheinlich ein bisschen an der Performance arbeiten. Du bist recht still. Jenny, ja, du so. Sehr geil. Ich verlinke euch mal das Video von den beiden. Das ist auf jeden Fall schön anzusehen. Um was geht's da eigentlich? Um Wasserfilter, ne? Ja, genau, um Umkehrosmose. Okay. Gar nicht mal so interessant, aber ihr seid total, ich hab euch angeguckt, aber ich gar nicht so richtig angeguckt, um was es eigentlich ging. Das war ja nur immer schön zu sehen. 23.12. Rokos Potluck Leipzig und es sind dann doch ein paar geworden. Sehr schön. Oh, der Stargast. Hallo. Bei der Temperatur, Silke, wie kommt's denn? Ja, doch echter Rohkürstler. Ich hab mir schon gedacht, Silke ist eigentlich gar kein echter Rohkürstler. Ich mach jetzt ein Abkappungstraining. Abkappungstraining. So kalt duschen und Tiefenatmung und sowas. Und nächste Woche gehe ich mit Henry, da gibt es hier so ein Zentrum im Süden von der Stadt. Da geht man so in minus 130 Grad Kältekammer. Kältekammer, ja, kenne ich. Da gehe ich nächste Woche. Yeah! Da lachst du beim nächsten Potluck am 20.01. Da bist du im Bikini hier. So. Das ist der Kamera. Nicht, wo der Apfel ist. Nein, da. Genau, wo der Apfel ist. Nicht, wo der Apfel ist. Ja, genau. Ich weiß, rechts oben. Ja, wir sitzen jetzt wieder hier beim Rohkostpotluck und ich bin so stolz, dass die Silke hier da ist. Sie hat ja gesagt, wenn es so Winter ist, weiß ich nicht so genau, ob sie kommt und so weiter. Aber ja, jetzt ist sie doch da. Es ist ja nicht so kalt. Ja, es ist aber trotzdem Winter. Es ist der 23. Dezember. Es sind aber noch verträgliche Temperaturen. Genau. Das heißt, ja, das freut mich total. Letztes Mal hast du ja boykottiert, aber... Letztes Mal war ich auch im Flugzeug.
Du hast es boykottiert. Ist ja egal, wie du es boykottiert hast, aber du hast es boykottiert. Ja, jetzt sind wir hier. Wir sind insgesamt, können wir zählen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 12 noch spazieren. 14 Leute. Das ist genau dasselbe wie das letzte Mal. 14 Menschen beim Rohkost-Potluck. Normalerweise sind es ja immer so 30, 40. So, sag mal, wenn es nicht gerade die Hochsommer-Potlucks sind. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Menschen. Ja, es ist eine ganz andere Stimmung, oder? Es ist vertrauter, inniger, ne? Also ja. Es gibt nicht mehr diese vielen Grüppchen, ja, die es sonst gibt, sondern man ist so zusammen. Hm. Wobei es jetzt auch also zwei Grüppchen gibt. Ah ja, beim Essen. Ja, also es ist halt wirklich so das für mich total schön. Und ich muss sagen, ich liebe ja unsere Potlucks total. Aber die Potlucks jetzt, das hat irgendwas. Es hat eine besondere Qualität. Ich liebe auch, ich freue mich schon wieder auf den Frühling, ich freue mich auf den Herbst, auf den Sommer. Aber im Winter, das ist halt, es hat einfach so dieses Vertraute. Oder das vorige Mal hat es ja noch geregnet und nochmal unter der Brücke und wir machen ja immer jetzt ein Feuerchen. Und das ist halt einfach so, ja, das so, fühlt sich an wie so der ich sag immer so, die wahren Rohköstler, die halt wirklich Rohkost, also auch mit Gesundheit verbinden, nicht nur mit Essen, sondern mit Gesundheit und mit Abhärtung. Genau, alles so, auch Kneipp und die ganzen Sachen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt auch dann in der Kältebasis, minus 30 Grad, eine Kältekammer gehst du. Ja, Abhärtung, das steht für mich diesen Winter an, einfach mal so auch mit kalt duschen und so Tiefenatmung, Kraftatmung. Ja. Hattest du bis jetzt noch nicht so auf dem Zettel, oder? Ja. Weil die beiden, wie heißen sie, einfach anfangen, die hatten jetzt doch schon letztes Kneipp, Jahr. Kneipp, also so das Wassertreten habe ich schon manchmal am Markleberger See gemacht, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs war, oder auch Barfußlaufen, auch so lange wie es geht. Du bist heute barfuß, ich bin heute nicht barfuß. Ich habe hier aber schon noch Barfußschuhe an, meine Soul Runner, aber mal sehen, wie lange ich noch in diesen flexiblen Schuhen laufen kann. Also ich versuche auch, ich laufe auch zu Hause jetzt viel barfuß, auch wenn die Füße manchmal kalt sind, aber ich merke auch, das ist so eine Geisteseinstellung. Ja. Ne? So, wenn man denkt, oh gut, die Füße sind kalt, aber du fühlst dich gerade total wohl. Oder ich versuche halt, mich einfach abzuhalten, indem ich mich nicht mehr so dick anziehe zum Beispiel. Oder eben einfach auch viel draußen bin, egal wie das Wetter und ist. Und man kann ja auch erstmal seine Grenzen kennenlernen. Also ich sage mal so, einfach so lange barfuß laufen, dadurch wird das Immunsystem ja etwas heruntergefahren, weil der Körper ja dafür sorgen muss, dass die Füße warm bleiben, beziehungsweise dass alles noch funktioniert. Und dadurch bist du anfälliger für Viren und Keime. Aber ja, dadurch ist das Immunsystem auf einem ganz anderen Level eine große Zeit lang, wenn du jetzt auch im Winter bei Kälte läufst und gewöhnt sich daran, auch auf diesem Level Keime abzuwehren. Wenn du aber die ganze Zeit dich komfortabel kleidest und alles, dann hast du gar keine Chance. Natürlich wirst du wahrscheinlich krank. Und bei mir war voriges Jahr die große Grippe mit 41,5 Grad Fieber. Und dieses Jahr ist es halt so, dass sich mein Rücken entzündet hat und ich schon vor vier Wochen aufgehört habe, dauerhaft barfuß zu laufen und dann jetzt nur noch temporär und wieder schaue, wie es mir geht. Das ist immer so eine Gratwanderung. Versuche dann halt immer, das wieder auszuloten, bis ich wieder krank werde und dann mich besser kennenzulernen. Und nur so kannst du dann wirklich auch deinen Körper wirklich kennenlernen, wenn du auch an die Grenzen gehst des Körpers. Und mit der Abhärtung, mein Maria Schatalowa, bist ja auch nicht Maria, Galina heißt sie. Galina Schatalowa. Mit ihrem, du bist ja auch, sag mal, große Befürworter ihres Buches und findest du auch die Ideen. Ja, also ich stimme jetzt nicht 100% mit allem überein, aber schon kann viele Teile daraus kann ich schon für mich so annehmen. Und dieses Buch war für mich so der Öffner für Abhärtung, mal probieren, mal schauen. Und dann war ich das erste Mal in der Sauna, wo ich jetzt schon ein halbes Jahr dann reine Rohkost gegessen habe und plötzlich konnte ich ins Kaltwasserbecken gehen. Ich habe damals ein Video gemacht, ich verlinke euch das mal oben. Da war ich total perplex, wie geil das ist. Und jetzt, das ist jetzt, eigentlich wollte ich ein extra Video dazu machen, aber jetzt tue ich das, sage ich, mache dann eine Woche ein Experiment. Und zwar, das ist nur eine Mahlzeit pro Tag. Oh. Ja, seit einer Woche eine Mahlzeit pro Tag. Und ich habe das mal 2 Jahre lang gemacht, damals mit Fleisch und Subway und extra Käse und so. Und habe damals abgenommen, trotz dessen, dass ich ungesund gegessen habe. Aber diesmal probiere ich das halt mit Rohkost. Und ich habe jetzt innerhalb von einer Woche... Wir haben 15 Minuten geredet. Und das scheiß Handy hat nur 5 Minuten aufgenommen. Mhm. Das war so schön, das war so erquickend. Wir hatten so viele. Das Wichtigste vielleicht nochmal, 20.01. der nächste Rohkost-Potluck. Genau. Und bei Schneesturm. Bei Schneesturm und Hagel. Und habt euch alle lieb. Oder was auch immer ich gesagt habe. So. Jetzt sind wir noch ein paar hartgesottene hier. Und ja. Weil es spät ist, glaube ich so 16 Uhr oder so wird es wohl sein. Langsam Aufbruchstimmung und wir werden jetzt wahrscheinlich entweder in meine Wohnung gehen oder manche gehen noch nach Leipzig, wollen noch irgendwie Fastfood essen. Ich aber bleibe meiner einen Mahlzeit pro Tag treu und werde zu Hause gehen und gucken, was wir machen.
irgendeiner hat so ein Psychospürchen. Ja, hatte so ein Psychospürchen, das nennt sich Werwolf. Ich weiß nicht, was das ist, aber das wird er uns dann erklären. So, jetzt geht's nach Hause und der Podcast wird offiziell beendet. So.